Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Ich gehe rein als Burg. Ganz klassisch. Welcome to Nova. Okay, gucken wir mal. Pyro am Start. Gargoyles. Koppelkopter nehmen wir mit. Die sind natürlich nicht schlecht. Mudman auch nicht verkehrt. Ich glaube, wir machen das erstmal so und rollen dann für die 10 neue. Machen wir einen Pyro-Start. Auf 10 muss ich auf jeden Fall neu rollen. Hundertprozentig. Ich kann so ein bisschen ausgleichen mit den Zeus natürlich, dass ich auf 10 halten könnte. Aber wir schauen mal. Metzger drüben. Jünger. Okay, das könnten Crablords werden. Eventuell. Und das kann alles sein. Vielleicht Albtraum. Vielleicht auch der Schattentänzer, Berserker. Oder auch vielleicht einfach nur so. Okay, gucken wir mal, er hat noch einen Growl. Skelettpirat. Auch ein Bazooka, Nimbus und den Feuerfürsten. Heal Upgrade? Okay, Atome. Atome mit Jünger. Wegen der Schnecke verkackt. Diesmal mache ich auch Auto an. Wenn mein Teammate schon Auto macht. Nicht, dass ich dann wieder zurückliege wie bei dem letzten Mal. Was hat er genommen? Ach, Chaos. Er hat jede Runde andere Teile. Okay. Verstehe. Meeresdrache. Ja, das wahrscheinlich trotzdem halten. Dafür ist die Welle noch nicht stark genug. Machen zwei Stacks rein. Vermute mal, dass auf dieser Wave gesendet wird, um mein Pyro zu nerven. Gucken wir mal. Ja. Hör mit rein. Können wir auch gut zwei Blöcke holen. Das kann ich covern, kein Problem. Der hat ja momentan Probleme für
die Magic Raves auf 7 und 8. So. Ja, das ist bitter. Das ist bitter, wenn du gerade Minigeld brauchst für ein Upgrade. Hätte aber das kleine Atom verkaufen können. Zur Not. Sammel es für die 7. Ja, willst du unbedingt Autosend machen? Will ich aber nicht. Nun kannst du trotzdem Stich reinschicken. Weiß nicht, wo das Problem ist. Stich kannst du doch trotzdem reinschicken. Gerade bei dir auf Stichwaves übelst stark. Oh, 120. Weil Magie kommt sowieso rein. Könnt den Unhold erstmal mitnehmen. Mehr Katzensex. Dann machen wir einfach noch einen Hold rein, ne? Upgrades. Ja, die hat er aufgewertet. Ja, sag auf 9 ist für ihn gut. Ich komme aber durch. Und das mit billigen Unholden. Craplord. Ich kann ruhig noch locker gehen. So. Sollen wir die Katze maximieren? Noch eine zweite dazusetzen. Aktuell hier nur Arkane Verteidigung. Muss ich dann gleich ein bisschen was noch dazustellen. Triple Robo rein. Der Stichschaden sollte die Orchidee sofort wegmachen. Und der magische Schaden für den Metzger ist auf jeden Fall auch da. Madman. Vogel. Goblin-Copter.
Vierter Robo. Und die Schnecke. Da hat sich ein Oger zusammengesammelt. Ein Oger auf die Neu hin. Das ist schon fett. Metzger aufgewertet. Oh, den brauche ich. Katzen nehme ich raus, davon habe ich genug. Millennium nehme ich auf jeden Fall mit. Beide durchgekommen, sehr gut. Und dann lasse ich den Goblin-Copter raus. Ja, genauso machen wir es. Genauso machen wir es. Elite Archer. Ist gut, dass ich den bekommen habe. Können wir gleich noch aufwerten. Dann Worker pushen. Aber den wollte ich erstmal stehen haben. Und dann bin ich gut versorgt. Da kommen die King Upgrades. Zack. Was haben wir denn überhaupt? Kampfnarben. Investieren. Opferung. Investieren wäre schon stark. Gerade da ich jetzt noch Value übrig habe, könnten wir noch investieren nehmen. Machen wir. Wir nehmen investieren mit. Und zwei Worker. Da können wir dann gut nochmal gegen pushen. Ja, Opferung ist halt 85 Gold extra. Aber ich habe 300 Gold extra. Er hat einen Leviathan und ein Tor. Oh, er hat auch so schon verkackt. Hexe ist für mich auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, der Leviathan kackt einfach den magischen Schaden mit dazu einfach ab. Wahrscheinlich noch eine zweite Hexe draus machen, wenn ich es schaffe. Yes, dann muss so aufwerten. Dann kriege ich noch eine zweite Hexe raus. Und dann sieht es schon sehr saftig aus. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Durchgedrückt. Ja, da hat ganz schön viel gesehen, aber auch viele Worker gehabt. Das war's.
Victory. Ja, okay, war mal eine schnelle Runde. Die haben wir einfach überrannt. Haben kaum eine Chance gehabt. Aber auch gerade hier halt. Was will man da machen? Man schickt einfach magischen Schaden mit. Egal welche Wave kommt. Wenn es auf frei gekommen wäre, wäre genauso gewesen. Es war eine weitere Runde Legion. Ich schaue doch gerne bei anderen Videos vorbei. Zum Beispiel das hier, da habe ich 200 Worker gehabt. Lasst ein Like, Abo oder wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.